So, und jetzt kommen wir zur allen entscheidenden Folge. Ja, ein bisschen übertrieben, aber es geht darum, ob wir den Durchmarsch weiter schaffen, also auch den direkten Aufstieg in Liga 4, haben uns ja von Liga 10 nach und nach hochgearbeitet und starten heute in der heutigen Folge mit dem Premier League Team. Und das letzte Mal, ja, 4-3, tat richtig weh und ich hoffe, dass wir den Aufstieg heute schaffen. Es muss ein Dreier her, dann kann ich nämlich auch sagen, wir brauchen neue Spieler für die neue Liga. Und ansonsten vielleicht ein paar neue Spieler, um den Aufstieg zu schaffen. So, und wir haben hier jemanden, der mit Trainings arbeitet und haben hier ein Hybrid-Team, englisches Team. Vorne sollte Long sein. Schweini haben wir mit drin. Silva, Company. Erfahrene, alte Männer. Schau mal, Talof, If. In Form war, glaube ich, keiner dran. So, alles oder nichts. Auf geht's jetzt. Meine Jungs. Und da fängt die gleich mal an mit Silva. Dribbelt ein bisschen rum. Aber Rojo. Und das hat geklappt. Das wollte ich schon sagen, Kruse. Aber wir haben hier jetzt ja unser Premier League Team. Und Wayne Rooney hier. Fast am Ball. Long. Vertongen stark. Und Herson. Der mal wieder ein bisschen mehr von sich zeigen durfte. Diego Costa, Kapitän. Behauptet den Ball. Und hier kommt Son. Und Coutinho. Und wir probieren es. Jetzt muss es weitergehen. Genauso. In den Knick. Extra lange auf Kreis drauf. Ich dachte schon, oh, vielleicht zu lange. Aber den hat er schön. So, und Son mit der Vorlage. Eine Drehung. Er läuft ins Leere. Und Richtung Knick. Nicht ganz rein, aber Richtung. Sind wir ja schon zufrieden. So, und hier hat er sich wahrscheinlich verdrückt. Wollte einen Pass vielleicht antäuschen. Und dann nach dem wunderschönen Tor gleich der Fehlpass. Oh, wow, wow. Glück gehabt, dass Azpilicueta hier im Weg stand. Schneiderla. Und Coutinho, nächster Ballverlust. Und Silva, aber den hält Valdez. Aber es gibt eine Ecke nach knapp 10 Minuten. Silva hat er hier als Capitano. Und den macht er, wollte flach, ja, hat er auch. Nein, nein, nein. Keeper. Oh, abseits. Glück gehabt. Ibarbo hier. So, was machen wir jetzt? Rufen wir den ganz nah. Und dann flanken wir ihn raus. Und haben den eigenen Spieler. Haben wir ihn angeschossen? Ich weiß es nicht. Azpilicueta im Ball. Das ist das Entscheidende. Diese Ballbeherrschung. Man könnte denken, man spielt hier mit einer Drittligamannschaft. So, dann schicken wir mal Theo Walker von Wayne Rooney. Kann der Nationalmannschaft so passieren. Dann den Ball zu weit vorgelegt, aber es gibt eine Ecke. So, und vielleicht können wir auch die flache Variante. Ja, wir täuschen vor, dass wir hier einen rufen. Aber hier steht noch einer. Und Hassan. Ho, mit links. Keine Ecke, ich dachte, der Keeper war noch dran. Aber ganz guter Versuch. So, und den haben wir gerochen, den Braten. Und Diego Costa, komm. Oh, der war zu soft. Ganz einfach an den Ball gekommen. So, und Son hier. Mit dem Roulette. Aber geblockt. Oh, das geht hier heiß her. Cooles Spiel bisher. So, und den machen wir kurz. Mit Coutinho. Wieder mit dem Roulette vorbei. Pass auf Costa. Aus der Drehung reingedroschen. Und wenn du aufsteigen willst, dann musst du solche Tore machen. Ah! So, Coutinho hier zum zweiten Mal. Wunderschön. Jetzt die Vorlage in Costa im Gerd-Müller-Stil aus der Drehung reingeknallt. So, und Coutinho macht da weiter, wo aufgehört hat. Jetzt hier mit der Balleroberung. Und Rooney mit dem schlechten Pass. Wenn man das überhaupt Pass nennen kann. So, und der war wichtig von Azpilicueta. Oh, und er scheint hier aufzumachen. Also wäre es sinnvoll, erstmal nicht die Bälle zu verlieren und sich ein bisschen nach vorne zu kombinieren. Ah, so viel zu dem Thema. So, jetzt mal wieder durchatmen. Cech hat am Tor, vorher gar nicht so aufgefallen. Ist, glaube ich, nicht billig. So, Azpilicueta und hier Rojo. Und den machen wir allein. 3-0. Sehr, sehr nice.
Ah, den schauen wir uns nochmal an. Alle haben schon gedacht, Alex sweatet, aber ich hab's extra probiert. Und Gott sei Dank hat's geklappt. Da ins leere Grätsche in der Mitte. Und dann mit R1 ins lange Eck. Oh, das schaut doch gut aus. Aber es ist noch nicht aller Tage Abend. Es sind noch einige Minuten zu spielen. Und Coutinho hier mit dem Fehlpass. Und Herr Long. War der in Inform? Ich weiß es gar nicht. Und Coutinho. Oh, wurde das voll gepfiffen sogar. Oh, wow. Die Grätsche war immerhin dahin wichtig, dass das Spiel hochgesprungen ist. Und es ist Schneiderla. Oh, das hat er schön gemacht. Aber Schneiderla und Valdez. Auch so muss mal ein Ball geklärt werden, ne? Sehr gut. Und hier der Ball für Ibarbo. Nein, er bringt die noch. Aber die Flanke war ungefährlich. Anders als es die Kommentatoren gesagt haben. Costa mit Ballverlust. Schade. Oh, Fehlpass. Balleroberung von Rojo. So, und hier Platz für Coutinho. Und wir probieren den Lupfer. Ah, zu weit vorgelegt. Und auch ein bisschen beackert worden. Abwurf auf Ibarbo. Ah, wir haben schon wieder den Ball. Und Fehlpass Coutinho. Aus der Drehung. Und Rojo gegen Long. Ah, kurzzeitig den Ball gehabt. Ah, wurde sogar ein Foul gepfiffen. So. Und Rojo hier, ganz souverän. Und Rooney wieder mit Walcott. Und beherzt vorgelegt. Und gibt es Elfer? Ja. Naja. Und schlecht gelenkt. Schlecht gedrückt. Aber drin das Ding. 4-0 zu 38. Da muss es doch viel passieren, dass das schief geht. Weiter geht's. Weiter geht's. Liga 4, wir kommen. Und dann gibt es auch wieder Verstärkungen. Ich freue mich selber mal, mich irgendwie mit ein paar neuen Spielern zu belohnen. Und dann. Nein, nein, nein. Doch noch nicht so arrogant sein, Herr Brenner. Daher kommt die Strafe. Diego Costa mit Rooney. Wir nehmen hier Coutinho mit und Son startet. Gesweatet und bestraft worden. Und das zu Recht. So, Azpilicueta. Foul. An Long. Nee, abseits. Glück gehabt. Mit dem Außenriss. Böser Fehlpass. Und es fehlt hier der Sechser in der Mitte. Und David Silva ist Gott sei Dank nicht schnell. Und Vertonghen holt den Ball auch direkt. So, und Diego Costa. Und Rooney hat Platz. Oh, flacher Ball. Den wollte ich den Seitenwechsel. Und Son legt hier arg beherzt vor. Hätte es vielleicht auch wieder alleine probieren sollen mit Wayne Rooney. Den Abstoß haben wir es nicht erobern können. Und Son hier. Wie rum ist das vor? So rum, okay. Naja. Langer Ball. Vertonghen ist aber da. Und Glück gehabt. Ballverlust, aber da pfeift er ab. Ein kleiner Leck. Mehr Ballbesitz, 84 Passgenauigkeit. 7 zu 4 Schüsse, 4 zu 0 Tore. Das schaut doch richtig, richtig gut aus. So. Und wir machen weiter. Wo wir aufgehört haben, hoffentlich. Hier Doppelpass Son Costa. Und da nehmen wir ein bisschen den Schwung raus. Und Schneider, da hat so viel Platz. Problem aus. Oh, Tschech greift über. Gar nicht so schlecht, der Versuch. So, und da kommt... Lassen wir Coutinho kommen. Und, oh, der war ungefährlich.
Aber ihr seht, ich bin gerade hier so ein bisschen am Tricksen. Ja, man findet dann schon immer einen Gefallen dran, wenn es mal funktioniert. Ihr wisst ja, ich bin nicht der Oberskiller. Sollte ja, oder habe gesagt, ich arbeite mehr an FIFA 16 dran, aber jetzt zeitlich leider. Ja, ich spiele eigentlich zu 90%, wenn ich ein Video mache. Also kaum mehr so alleine und im Video Tricksen üben ist dann vielleicht doch ein bisschen langweilig. So, und Wayne Rooney. Oh, da gibt es das Foul. Aber ich denke, Rooney wäre wahrscheinlich auch nicht an den Ball gekommen. Von daher, meckern wir mal nicht. Böser Fehlpass. Son ackert. Und es ist hier Ibarbo. Ging nochmal gut, auch wenn Valdez hier Probleme hat. Kopfballduell verloren. Coutinho einfach zu klein. Oh, Valdez, schön gehalten. So, und jetzt schauen wir, was er hier bei der Ecke macht. Ob er den flach nach hinten macht oder nicht, oder schon. Nein, er ruft erst mal. Und, genauso wie ich, schön abgelenkt. Aber der war ungefährlich. Den hat er nicht richtig kontrolliert, der Herr Ramsey. Und Theo Walcott. Den Fehlpass. Und Rojo hier, ein überragendes Spiel. Nicht nur wegen dem Tor. Räumt hinten wirklich richtig gut ab. Diego Costa sollte den Ball hier entgegen. Fehlpass für Tongen. Grätschens Leere. Wow, wie konnte man den verziehen? Ramsey. Glück gehabt. So, probieren den Ball Richtung Son. Oh, wieder schlechtes Tackling. Und Valdez. Also jetzt muss ich gerade aufpassen. Jetzt lade ich ihn ja zu einer Chance nach der anderen ein. Memphis Depay. Der ja nur noch ein 4-Sterne-Skiller ist, wie ihr mir mitgeteilt habt. Und hier Probleme mit der... So, schauen wir mal Rooney. Diego Costa. Schlechter Ball. Im Fallen. Wurde jetzt auch von hinten bearbeitet, aber da wäre mehr drin gewesen. Und Son gegen Ibarbo. Verlust, Eroberung. Und am Ende steht die Eroberung. Und das ist doch das, was zählt. Und Rooney wird hier... Alter, wenn das kein Foul war. Und der hatte schon gelb. Coleman hier. Nummer 1, Nummer 2 klappt nicht. Und Rojo. Ja, Rojo. Wer denn sonst? Richtig stark. In Zusammenspiel mit Vertonghen. Jetzt David Silva. Sauberes Tackling. Und so haben sie jetzt bald. Oh, schade. Jetzt geht sie gerade wild hin und her. Oh, und Fordern Costa. Und auch der langt sich ans Bein. So, und hier haben wir Herrn Costa. Hätte ich zwar lieber es in der Mitte. Aber gut. Jetzt arbeitet sich langsam Richtung Mitte. Roulette. Ballverlust. Das war ein 1 zu viel. Und oben ist Platz. Vertonghen muss raus gegen Ibarbo. Das wird spaßig. Aber er passt hier nochmal. Und Rojo. Oh, es war zu langsam. Der war in den Knick. Mein lieber Schieber. 4-1. Ich hoffe, es bleibt beim Ehrentreffer. Da ist das erste Mal Rojo. Ja, wir sagen, ich weiß nicht, schlechtes Stellungsspiel oder Herr Long war das. Der ja auch recht schnell ist. Und Theo Walcott hier. Da sollte Kompanie eigentlich keine Chance haben. Doch. Kommt nochmal zurück in den Zweikampf und grätscht hier erfolgreich. So, und wir nehmen hier Wayne Rooney. Aber Kompanie vorher am Ball. So, und hier nochmal Coutinho. Oh, der Abschluss war nicht der beste. Aber Coutinho, Dribbling wirklich richtig nice. Führt den Ball super eng. Hier richtig schön durchgetanzt. Und dann Tschech zur Krönung getunnelt. Und 5 zu 1. Aufstieg! Jetzt müsste doch viel passieren, dass das nichts mehr wird. Nach dem Anschlusstreffer nochmal ein bisschen. Oh, weil das lässt prallen. So am Pfund. Meine Spiele laufen sich zusammen. Aber dann passt das wieder. So, 10 zu 10 Schüsse. Karate-Kick Richtung Coutinho.
Souverän, er hat den Ball. Den er leider nicht annimmt. Und jetzt Rojo wieder, so wie wir es von ihm in dem Spiel gewohnt waren. Und Coutinho. Ja, hier den Ball nicht richtig unter Kontrolle bekommen. So, jetzt Diego Costa. Was macht der Keeper? Costa. Eiskalt gegen den ehemaligen Mannschaftskollegen. 6:1, Diego Costa. Jetzt demütigen wir ihn nicht und spulen das vor. Immerhin spielt er ja schon gut mit. Also bricht hier nicht ab. Quittet nicht. Ja, aber ich denke, was viele Tore angeht, kann man bei mir zurzeit wirklich nicht meckern. Letztes Mal 7 Tore, jetzt haben wir auch schon wieder 7 Tore. Und so gefallen mir die 7 Tore besser, muss ich sagen. Wenn fast alle auf meiner Seite sind. Oh, das Vorteil. Nein. Und der hatte, glaube ich, schon gelb. Nee, Kompany noch nicht. So, Herr Rojo. Diego Costa lässt sich ein bisschen fallen aus der Drehung Richtung Coutinho. Probieren wir den Schlenzer. Dann klappt aber auch fast alles. Das war ja fast aus dem Stand. Das 7:1. Der war richtig nice. Da hatte Cech keine Chance mehr. Den schauen wir uns nochmal an. Costa auf Coutinho und... Ja, der war fein. Der war fein. Jetzt läuft's gerade. Muss man mal so sagen. Und... Hier Rojo. Und nochmal Wayne Rooney. Mit dem Chip. Ah. Cech in die Arme. Und 3 Minuten Nachspielzeit laufen schon. Schönes Tackling und den Ball erobert. Und Theo Walcott. Mega Fehlpass. Warum auch immer dachte ich gerade, dass das der Schiri ist. Und das war's. Liga 4. Man merkt keinen Liga-Titel mehr. Also es wird doch knackiger. Aber nochmal der direkte Aufstieg geschafft. Und 9,8er Rating für Costa. Coutinho 9,6. Rojo 9,6. Ich denke, das lässt sich sehen. Gibt 6400 Münzen. Und wir haben 13 verschiedene Schüsse. 85 Passgenauigkeit. Ballbesitz 61% und jetzt gönnen wir uns die Animation. Ja, 17 Punkte, leider das letzte Mal ist es ja kein Sieg geworden. Und das heißt, wir sind jetzt in Liga 4. Und ganz klar, für Liga 4 muss man sich neu rüsten. Das heißt, vielleicht in der nächsten Folge wird es schon ein paar Verstärkungen geben. 130.000 Münzen, ich denke, ein, zwei nette Spiele können wir uns da holen. Yo, das war's zur heutigen Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst gerne ein Däumchen hoch, da ein Abo, empfehlt das Video weiter. Und wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.